Oh, seht mal, kleine Mädchen. Hört zu, Frösche, ihr macht uns wirklich wütend. Warum nennt ihr uns kleine Mädchen? Vor einem Jahr wart ihr auch in der 10. Klasse und nächstes Jahr sind wir in der 11. Klasse. So ist der Lauf. Diana, du hast gerade bestätigt, dass du in der 10. Klasse bist. Deshalb bist du so klein. Hör zu. Vor einem Jahr wart ihr auch in der 10. Klasse. Hat euch jemand klein genannt? Seid ihr mit diesen kindlichen Spielzeugen aufgewachsen? Wollt ihr hübsch aussehen? Ach, man muss so viel tun, um gut auszusehen. Nun, Frösche, wenn ihr nicht aufhört, uns kleine Mädchen zu nennen, werden wir anfangen, euch übergroß zu nennen. Ihr habt die Wahl. Wir sind zu groß. Ist es das, was euch zu schaffen macht? Nein. Okay, kleine Mädchen, lass uns gehen. Lass die heißen Mädchen gehen. Diana, ist das ein Ernst? In der Schule Absätze tragen? Mädchen, ich meine es ernst. Ja, ich weiß, dass es schwer ist, auf hohen Absätzen zu laufen. Besonders in der Schule. Aber wir wollen auch die Frösche schlagen, nicht wahr? Ja, Diana, schon. Aber doch nicht mit Absätzen. Lass dir was anderes einfallen. Mädchen, es gibt einen Vorteil. Wir werden viel größer aussehen. Viel größer. Mädchen, was habt ihr mir versprochen? Nicht jammern. Deshalb sollte jeder von euch ein paar Schuhe wählen. Und in der Pause werden wir die Frösche endlich schlagen. Wirklich? Wir werden gewinnen. Ja, Mädels, wir werden gewinnen. Bitte sehr, Mädels. Toll.